So, herzlich willkommen zur ersten Vorlesung zur physikalischen Schicht im Sommersemester 2020 Netzwerke. Ein Teil dieser Folien basiert auf der exzellenten Vorlesung Computer Networks von Holger Kahl von der Uni Paderborn. Die habe ich dann erweitert und entsprechend für diese Vorlesung adaptiert. Die Ziele dieses Kapitels sind, wir möchten eigentlich verstehen, wie Daten auf der physikalischen Schicht oder durch ein physikalisches Medium transportiert werden. Also letzten Endes möchten wir Bits auf eine Leitung legen. Wir werden primär über Leitungen reden. Ich werde ab und zu mal Kommentare machen zum drahtlosen Kanal, zum Mobilfunkkanal. Aber im Wesentlichen ist es die Frage, wie kommen Bits auf so ein Draht, auf so eine Leitung, und wie kriegt man aus einem Signal, was über so eine Leitung läuft, die Bits dann wieder raus. Ich möchte Ihnen zu verstehen geben, warum die Leistung eines physikalischen Mediums grundsätzlich limitiert ist. Wir werden da über die wesentlichen Eigenschaften der physikalischen Schicht sprechen, auch was die dafür leisten muss, um überhaupt einen Bit übertragen zu können. Wir werden uns über Fehlerquellen unterhalten. Und ich werde Ihnen einige Beispiele von wichtigen physikalischen Schichten nennen. Also Ethernet ist ein Beispiel davon. Wir werden auch drahtgebundenes Ethernet mit also Kabel, Kupferkabel Ethernet vergleichen mit Ethernet, was über ein Glasfasermedium funktioniert. Das sind im Wesentlichen so das sind so die Ziele. Dieser Teil der Vorlesung wird über mehrere Termine laufen. Üblicherweise läuft er über 3 Termine. Ich tippe, ja, dass wir heute im zweiten Teil, also so bei Nyquist und Shannon, irgendwann aufhören werden. Und das ist so, wie der gesamte Teil der physikalischen Schicht strukturiert ist. Wir fangen an mit der Basisbandübertragung über den physikalischen Kanal. Wir werden über die Eigenschaften des physikalischen Kanals sprechen. Wir werden uns die grundsätzlichen Grenzen von Datenrate ansehen. Die sind im Wesentlichen durch die physikalische Schicht definiert. Und da werden wir zwei wichtige Theoreme kennenlernen. Zum einen das Nyquist-Theorem oder auch amerikanisch ausgesprochen das Nyquist-Theorem und das Shannon-Hartley-Theorem. Oder auch oft einfach nur Shannons Law genannt. Wir werden dann in Folge, höchstwahrscheinlich beim nächsten Termin, über Uhrensynchronisation oder über die Synchronisation des Bittakts zwischen Sender und Empfänger sprechen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Sender und Empfänger wissen, in welchem Takt Bits gesendet werden, also wann ein Bit abgetastet werden soll beim Empfangen. Wir werden Breitbandkommunikation abgrenzen oder auch Basisbandkommunikation abgrenzen von der Breitbandkommunikation, also diese beiden Kommunikationstypen voneinander abgrenzen. Als zum Beispiel Breitbandübertragung ist das, was ein Ethernet normalerweise macht auf dem Kupferkabel. Verzeihung, Breitband ist ja genau nicht, was ein Ethernet macht auf dem Kupferkabel. Das ist zum Beispiel, was DSL macht oder auch WLAN. Basisbandkommunikation ist das, was ein Ethernet macht. So, dann werden wir uns so kurz vor Schluss nochmal anschauen, wie denn so ein digitales Kommunikationssystem funktionell strukturiert ist. Also welche wesentlichen Funktionsblöcke es so gibt in so einem Transceiver-Chip. Das gilt dann für Ethernet, das gilt aber genauso gut auch für WLAN oder Mobilfunk oder auch für sehr schnelle Glasfasernetze, wie zum Beispiel Myrinet. Und dann werden wir zum Schluss praktische Beispiele diskutieren. Also dann werde ich Ihnen erklären, was Ethernet dann tatsächlich tut auf der physikalischen Schicht, weil dann haben Sie ja das Wissen angesammelt, um das zu verstehen. Haben Sie zur Struktur erstmal Fragen? Ist die soweit klar, wie das ineinander greift? Dann würde ich jetzt weitermachen. Fangen wir mal mit einem ganz einfachen Typ an, der Kommunikation, und der ist hier illustriert. Sie sehen eigentlich so etwas wie einen Stromkreis. Also Sie haben zwei
Hosts, die sind verbunden miteinander, also die beiden gelben Kistchen links und rechts, und die sind über zwei Drähte miteinander verbunden. Wir haben da also auf Schicht 1 haben wir irgendwelche Funktionalität, die ein Bit in ein Volt umsetzen soll. Ja, Volt ist eine Möglichkeit, Spannung zu messen. Und dieses Signal, was in Volt gemessen werden kann, also der Spannung in Volt gemessen werden kann, wird dann eben über diese Schicht 0 hier übertragen, über die physikalische Verbindung. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite sozusagen den Empfänger, der aus diesem Volt wieder ein Bit machen soll. Ja, also das ist so ein ganz einfaches Denkmodell mal, um so eine physikalische Verbindung zu illustrieren. Und Sie sehen hier schon mal eine wichtige Grundfunktionalität des Physical Layers, hier als Layer 1 gekennzeichnet. Also beim Sender aus einem Bit ein Volt machen, ja, also nicht nur notwendigerweise ein Volt, aber irgendein Voltwert. Und beim Empfänger aus einem Voltwert, den er misst, ja, zum Beispiel mit einem Spannungsmesser ein Bit machen. Das bedeutet, wir brauchen bestimmte Funktionalität, um das zu tun. Und die einfachste Funktionalität beim Sender ist natürlich ein Schalter. Ne? Mit dem Schalter können Sie Spannung manipulieren, und zwar in zwei Zustände. Spannungswert 0, dann ist der Schalter offen. Oder Spannungswert 1 oder irgendein bestimmter Spannungswert. Das hängt natürlich von der Stromquelle ab, welcher das ist. Und dann ist der Schalter geschlossen. Ja, und so können Sie natürlich einen Bit kodieren, in der einfachsten Art und Weise. Ne? Bit 1, also wenn das Bit den Wert 1 hat, legen wir hier fest, das ist eine willkürliche Festlegung, dass der Schalter zu ist, also die Spannung fließt, Strom fließt. Und wenn das Bit 0, für den Bitwert 0, legen wir fest, dass der Schalter auf ist. Das ist die Senderseite, die ist relativ einfach zu realisieren. Die Empfängerseite ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Aber nur ein kleines bisschen. Hier muss man jetzt diesen Spannungswert messen und basierend auf dieser Messung entscheiden, habe ich eine 1, hat der Sender vielleicht eine 1 gesendet, also empfange ich, gehe ich davon aus, dass ich eine 1 empfange, oder gehe ich davon aus, dass ich eine 0 empfange. Ja? Dieses einfache Kodierungsverfahren hat einen Namen, da werde ich nachher darauf zurückkommen, wenn wir auch mehrere Kodierungsverfahren besprechen. Das heißt Non-Return to Zero, kurz NRZ. Und Sie sehen hier, damit kann ich schon mal Informationen übertragen. Und meine Datenrate hängt jetzt mal ganz allgemein gesagt davon ab, wie schnell ich diesen Schalter auf und zu mache. Ja, wenn ich diesen Schalter 100 Mal pro Sekunde auf und zu mache, dann habe ich 100 Bit pro Sekunde, die ich zumindest sende. Ja, ob ich die dann korrekt empfange, ist eine andere Frage. Aber zumindest habe ich so erstmal eine Senderate festgelegt. Ne? Wenn ich den 1 Million Mal auf und zu mache, habe ich ungefähr 1 Megabit pro Sekunde. Also 1 Million Mal pro Sekunde auf und zu mache. Okay, das ist erstmal ein ganz einfaches Modell einer physikalischen Verbindung. Was ich Ihnen jetzt erklären möchte, ist, wie das erstmal aussieht, also das Signal, und welche Effekte es dabei gibt und welche, weil diese Effekte werden die Gründe sein für bestimmte Funktionen, die wir nachher einführen müssen, also die wir dann nachher im Physical Layer brauchen. Gut, also das ist das Signal, was der Sender auf die Leitung gibt. Leider ist das nicht das Signal, was der Empfänger empfängt. Der Empfänger empfängt das Signal, was hier in grün dargestellt ist. Also das ist eine vereinfachte Repräsentation eines typischen Empfangssignals. Ja, das sieht ja schrecklich aus. Also aus dem blauen Signal, wo Sie ganz einfach im Prinzip die Bits ablesen können, kriegen Sie das grüne. Und daraus soll ein Empfänger jetzt wieder idealerweise die originale Bitkette, also den Buchstaben B, in ASCII-Repräsentation machen. Was ich Ihnen jetzt erklären will im Folgenden ist, woher dieser Effekt kommt. Also wie aus der blauen diese grüne Kurve wird und welche einzelnen Effekte da eine Rolle spielen. Wir brauchen ein bisschen Hintergrund dafür, ein kleines bisschen Theorie. Das ist nicht wirklich schwer zu verstehen, was da passiert, aber diese Theorie, also insbesondere die Fourier-Analyse, hilft uns dabei. Fourier hat im Wesentlichen vor einigen hundert Jahren eine
ja, diese Reihenentwicklung festgelegt, in der man sehen kann, dass eine bestimmte Funktion, die ist hier G genannt, ja, das ist hier ein Signal über die Zeit, also das ist zum Beispiel das Empfängersignal oder auch das Sendesignal, sich aus einzelnen Komponenten darstellen lässt. Und diese Komponenten sieht man hier sehr gut in der Formel, das sind Sinus- und Cosinus-Terme. Diese Sinus- und Cosinus-Terme sind ja verschoben in der Frequenz, und zwar harmonisch im ganzzahligen Bereich. Das ist aufgrund dieser Reihenentwicklung. Sie sehen das hier, dieses n hat ein ganzzahliger Index, die Reihe läuft hier bis unendlich. Und Sie sehen, dass ich das n hier im Sinus stehen habe. Das heißt, das ist ein Faktor zur Frequenz. Das heißt, ich habe sozusagen immer eine ganzzahlige Verschiebung pro Term, ne? Also wenn ich jetzt bei 1 Hertz, sage ich mal, anfange von der Frequenz, ich tue mal so, als setze ich hier f auf 1 Hertz, dann würde im zweiten Term, wäre ich bei 2 Hertz, im dritten Term bei 3 Hertz etc. Ja, das sehen Sie hier. Das 2π ist eine Konstante, die braucht man aufgrund der Kreisfrequenz. Und dann habe ich hier vor dem Sinusterm was ganz Entscheidendes noch stehen. Und zwar ist das der sogenannte Koeffizient oder auch Fourier-Koeffizient. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Verstärkungsfaktor. Ich kann also für jedes n, also für jeden Element meiner Reihe festlegen, ob dieser Sinus jetzt bei 100% liegt, bei 200% oder auch bei 0%, dann würde der Term entsprechend nicht repräsentiert sein. Also ich kann sozusagen steuern, welcher Frequenzteil des Sinus überhaupt im Gesamtsignal eine Rolle spielt. Ja? Wenn ich das A zum Beispiel für den Term 1 auf 0 setze, dann spielt 1 Hertz keine Rolle, ne? Weil der Term komplett gedämpft ist. Dasselbe kann ich für den Cosinus machen. Ja, das ist ja im Prinzip nur ein um Pi halbe verschobener Sinus. Und da habe ich jetzt einen anderen Term. Das heißt, ich kann die Sinus- und Cosinus-Elemente oder Komponenten dieser Fourier-Reihenentwicklung getrennt voneinander steuern. So, warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Naja, ich kann zwei Dinge damit tun, mit dieser Fourier-Reihenentwicklung. Ich kann zum einen eine sogenannte Fourier-Analyse machen. Das heißt, ich kann irgendeine Funktion, sie muss lediglich periodisch sein, hier reinstecken und die in Sinus- und Cosinus-Terme ja, zerlegen. Das macht zum Beispiel ein digitaler Equalizer. Also wenn Sie irgend so ein Plugin haben, was Ihnen anzeigt, wie viel Tiefen und wie viel Höhen und wie viel Mitten Ihr Audiosignal zum Beispiel hat, ja. Oder wenn Sie irgendwie im Audio-Processing aktiv sind und vielleicht sogar ins Audiosignal eingreifen, dann würde ein Filter ganz einfach so funktionieren, der würde das in seine einzelnen Frequenzen zerlegen, ja, und jede Frequenz wird angegeben durch das jeweilige N. Niedrige N, niedrige Frequenzen, hohe N, hohe Frequenzen. Und dann kann er das getrennt darstellen und dann können wir sagen, aus welchen Sinus- und Cosinus-Termen so ein Gesamtsignal besteht. Ja, und das funktioniert für Audio, das funktioniert aber auch für Telekommunikation oder für Bildsignale auch. Ja. Zum Beispiel macht das Ihr JPEG-Encoder genauso. Ja, der benutzt ein leicht anderes Verfahren, der benutzt die DCT, die diskrete Cosinus-Transformation, aber das funktioniert nach demselben Prinzip. Auch Ihr JPEG-Encoder, also wenn Sie ein JPEG-Bild speichern, würde diese Fourier-Analyse machen und dann entscheiden, nach bestimmten Kriterien bestimmte Koeffizienten wegzuwerfen und so kriegen Sie dann diese Bildkompression hin. Gut, die Fourier-Synthese ist dann der umgedrehte Fall. Ich nehme wieder diese Einzelterme und setze mein Signal wieder zusammen. Ja, also ich habe diese Aufspaltung, die habe ich mir vielleicht irgendwo gespeichert und daraus konstruiere ich wieder ein Signal. Das würde dann zum Beispiel Ihr JPEG-Decoder machen. Das heißt, das ist dann die Komponente in Ihrem Rechner, die so ein JPEG-Bild darstellt. Ja, der würde dann diese gespeicherten Sinus-Cosinus-Terme nehmen, die so weit zusammensetzen, dass wieder das komprimierte Bild dargestellt werden kann. Ja, das ist die Fourier-Synthese. Also aus diesen Einzelterm, aus dem rechten Teil dieser Gleichung, dann wieder das Signal G machen. Fourier-Analyse ist genau das Umgedrehte. Aus einem Signal G diese Einzelterme machen. Hier haben Sie mal ein Beispiel davon. Ich hoffe, diese Animation ist gut zu sehen. Wir haben hier lediglich vier Fourier-Terme benutzt.
Also im Besonderen, Sie sehen hier die Frequenzen 1, 3, 5 und 7. Also nur ungerade n werden hier benutzt. Die geraden n sind in diesem Beispiel, da sind die Fourier-Koeffizienten auf 0 gesetzt worden. Und wir benutzen hier auch nur den Sinusteil. Sie sehen also, alle b's sind in diesem Beispiel, b war in der vorigen Folie angegeben als die Fourier-Koeffizienten des Cosinus. Alle diese b's sind hier auch auf 0 gesetzt. Und Sie sehen, was dann passiert. Ja, also jeder dieser Sinus steht für eine Kreisschwingung. Sie haben es hier beim ersten Koeffizienten. Sie schwingen mit einer bestimmten Frequenz. Ja, ja, ein Umlauf ist sozusagen, wenn das einmal die Sekunde wäre, wäre das genau ein Hertz. Ja. So, und wir addieren das ja. Ne? Und insofern, da wir addieren, haben wir jetzt hier einen zweiten Kreis, den wir auf den ersten Zeiger rauf addiert haben. Dann machen wir das nochmal, dann haben wir einen dritten Kreis und dann machen wir das nochmal, dann haben wir einen vierten Kreis. Und Sie sehen, wie sich aus diesem einfachen Sinus oder aus diesen vier einfachen Sinus eine kompliziertere Funktion oder ein komplizierteres Signal generieren lässt, einfach durch diese Überlagerung. Und das sieht hier schon so ein bisschen rechteckmäßig aus. Also das könnte schon mal sowas sein wie ein Telekommunikationssignal, was uns unsere Bitkette darstellt. Ja, das kann man im Rechner machen. Übrigens, der Link, ach so, den wollte ich noch hinweisen, das ist ein wunderbares, also das hier habe ich von Wikipedia, aber dieser zweite Link, das ist ein ganz tolles interaktives JavaScript-Tool. Da können Sie mal mit rumspielen, ja, da können Sie beliebige Signale generieren und da können Sie auch mal verstehen, so ein bisschen intuitiv verstehen, wie so eine Fourier-Reihenentwicklung funktioniert. Ich habe mal noch eine Frage an Sie, vielleicht kann das mal jemand beantworten. Ist das jetzt hier die Synthese oder ist das jetzt hier die Fourier-Analyse, was hier gemacht wird in diesem Beispiel? Synthese, absolut korrekt, vielen Dank. Das war sozusagen der Bleib-Wach-Test, genau. Einige von Ihnen sind wach, sehr gut. Genau, das ist natürlich die Synthese. Ne? Also wir nehmen diese einzelnen Sinusschwingungen und komponieren daraus, wenn Sie so wollen, oder synthetisieren daraus ein komplexeres Signal. Das ist, was hier passiert ist. Und wenn Sie mal Spaß mit Fourier-Synthese haben wollen, dann gehen Sie auf diesen unteren Link. Läuft sogar am Smartphone, wobei Sie dabei den Prozessor auch gut mit überlasten können von Ihrem Smartphone und können da mal einfach beliebige Signale komponieren und sich das in dieser schönen Zeigerdarstellung auch darstellen lassen. Gut, das Ganze ist natürlich kein neues Prinzip. Ja, also der Fourier hat das irgendwann im 18. Jahrhundert entdeckt und man braucht sowas schon seit einer ganzen Zeit, also auch für andere Zwecke als Telekommunikation, unter anderem um zu prüfen, ob Gebäude oder Brücken schwingen. Ja, Sie wissen vielleicht, wenn eine Brücke zu stark schwingt, könnte das Probleme also bei Erdbeben oder bei Wind zur Folge haben. Also die Bauingenieure brauchen sowas auch. Und da man das früher auch nicht so gut darstellen und berechnen konnte, gab es auch schon erste ganz simple analoge Computer, die das gemacht haben. Einer davon steht im D14, im ersten Stock. Den können Sie sich mal anschauen. Da haben Sie auch so fünf Kreisplotter und die werden über eine Kette addiert und da kommt dann sowas Rechteckmäßiges raus. Ne? Also das ist exakt das Beispiel, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Ich glaube, eben hatte ich vier Terme. Dieser mechanische Rechner hier schafft tatsächlich schon fünf. Und die werden sozusagen mechanisch addiert und dann kommt das hier eben als Plot raus. Nur mal, wenn Sie Spaß an solchen Sachen haben. Das ist von einem ehemaligen Kollegen von mir in 55 gebaut worden, das Teil. Gut, ich habe Ihnen noch eine Sache nicht verraten und dann sind wir fertig mit dem Fourier. Ich habe Ihnen noch nicht verraten, wie Sie denn diese Fourier-Analyse machen. Also wie Sie auf diese A's und B's kommen und übrigens auch auf das C. Das C ist lediglich ein konstanter Offset. Ne? Das ist so eine Verschiebung an der Y-Achse. Das ist also eigentlich nicht wirklich interessant. Aber die A's und B's, da müssen wir nochmal schauen, wie wir die kriegen. Naja, die kriegen wir im Prinzip einfach durch diese Rechnung raus. Also Sie sehen, ich habe hier ein Integral. Der Informatiker würde, wenn er das diskret macht, also eine sogenannte diskrete Fourier-Analyse, der würde da eine Summe machen. Ja? Also Sie sehen hier, ich habe ein Zeitintegral und was ich hier eigentlich mache ist, ich berechne hier die Energie, die in den Sinusanteilen meines Signals steckt. Das mache ich fürs A. Ja? So ein Integral nehmen über ein Signal
und dann auf irgendwas normieren, das ist der Teil, der vorm Integral steht, das ist immer so eine, allgemein gesagt, Elektrotechniker würden jetzt vielleicht mich steinigen wollen für die Aussage, aber das ist im Wesentlichen eine Energieberechnung, die da passiert. Ja? Und hier berechnen sie, wie viel Energie steckt im Sinusanteil des Signals für die A's. Die B's sagen ihnen, wie viel Energie steckt in den Kosinusanteilen, und das C sagt ihm, wie viel Energie steckt im Mittel in meinem Signal. Und das ist natürlich der Offset, ne? Wenn Sie ein hochenergetisches Signal haben, liegt das im Mittel natürlich in der Y-Achse höher. Ja, und das ist genau, was das C hier macht, ne? Wenn wir nochmal zurückgehen, sehen wir, das C ist hier so ein Offset auf der gesamten Reihe, ne? Das verschiebt Ihnen Ihren Mittelpunkt sozusagen in der Y-Achse. Ja? Manche Elektrotechniker sagen auch Gleichspannungs-Offset, das wollen wir eigentlich nicht haben. Komme ich nachher bei Ethernet noch dazu, was man dagegen machen kann. Aber wenn er da ist, müssen wir den dementsprechend auch in der Analyse ausdrücken. Ja? Und wie gesagt, A ist sozusagen die Energie, die im Sinusanteil steht. Und das ist ja auch logisch, ne? Weil genau das will ich in meiner Reihe ja dann nachher ausdrücken. Ich will ja sagen, wie viel trägt so ein Sinus zu meinem Gesamtsignal bei. Und dafür muss ich wissen, wie viel Energie im Sinusanteil meines Ursprungssignals steckte. Ja? Ich habe das vorhin schon mal gesagt, diese geraden Ns, ja, wenn ich die Ns, also nicht notwendigerweise gerade, sondern diese ganzzahligen Ns, die nennt man harmonische. Die von Ihnen, die mit Musik ein bisschen was zu tun haben, werden das vielleicht wissen, dass ich so gerade Obertöne habe. Ja, also die geraden Frequenzen in meinem Audiosignal wären zum Beispiel die Obertöne oder die harmonischen Obertöne. Und ja, das ist einfach nur eine Definition. Nachher, wenn wir über Verzerrungen reden, werden wir sehen, dass wir leider nicht immer nur ganzzahlige Ns haben. Ich kriege jetzt natürlich auch, wenn ich jetzt hier die Energies meiner Sinusse oder meiner Sinus und die Energies meiner Kosinuskomponenten addiere, ja, also wenn ich die mir herausgezogen habe mit An und Bn, das Ganze und die Quadrate davon aufaddiere, Sie sehen es hier, dann habe ich die Gesamtenergie, die ich in meinen harmonischen habe, tatsächlich kann ich die dann so eben auch darstellen, ja, also so im Mittel. Üblicherweise würde ich dann nochmal eine Wurzel draus nehmen. Das macht man, um die Vorzeichen wegzuwerfen. Und dann habe ich im Prinzip hier so eine einfache Ausrechnung meiner Gesamtenergie. Das ist ja, wie gesagt, doch klar. Man zieht ja hier die Energie der Sinusanteile raus, hier die Energie der Kosinusanteile. Jetzt addiere ich das. Wenn ich das jetzt noch quadriere und dann wieder die Wurzel nehme, habe ich mir nochmal die Gesamtenergie nochmal quasi ausgerechnet. Warum quadrieren? Das ist einfach Ohmsches Gesetz. Hier unten steht es, ja. Ohmsches Gesetz sagt, die Stromstärke I ist gleich U durch R. U wäre der Spannungswert, R wäre der ohmsche Widerstand. Wie gesagt, das ist hier eine mittlere Abschätzung. Ja? Elektrotechniker würden jetzt, denen würden sich jetzt die Fingernägel aufrollen. Aber das kann man schon machen. Ja? Wenn man sagt, dass das eine mittlere Abschätzung ist, kann man das schon so vereinfachen. Und wir wissen, dass Leistung, also elektrische Leistung, Spannung mal Stromstärke ist. So, jetzt setze ich den Ohm hier ein, ja, also für I setze ich jetzt U durch R ein. Und dann sehen Sie, da steht hier ein U-Quadrat. Also dann steht hier ein Spannungsquadrat. Ja? Das habe ich hier. Das R normiere ich mal eben weg auf 1. Ja? Deswegen mache ich jetzt hier so ein Approximationssymbol. Ja? Ich sage jetzt mal, wir haben nur einen Ohm Widerstand. Dann kann ich das ignorieren. Und dann habe ich schon mal meine Leistung, ne, als U-Quadrat. Ja? Oder Leistung als proportional zu U-Quadrat. Wenn ich jetzt Energie haben will, ne, Leistung wäre jetzt so Watt oder Kilowatt, Energie wäre jetzt zum Beispiel Kilowattstunde, ja, da muss ich natürlich eine Zeit drauf rechnen, also wenn ich auf Kilowattstunde kommen will, muss ich das mit einer Stunde multiplizieren, logischerweise. Hier habe ich eine Periode T, das ist jetzt ein Zeitanteil, und dann habe ich hier eben Joule, ne? Die Einheit Joule ist gegeben in Wattsekunde, das ist äquivalent. Ja? Und dann habe ich hier einfach die Energie meines Signals im Mittel nochmal ausgerechnet, einfach U-Quadrat mal T. Das ist so ein ganz einfacher Zusammenhang zwischen Spannung, Leistung, elektrischer Leistung in Watt und Energie in Joule, und Joule ist gegeben in Wattsekunde.
Soweit erstmal mit ein bisschen Grundlagen dazu. Ja, de facto, wie gesagt, machen wir das in der Regel, rechnen wir Fourier-Analyse und Fourier-Synthese digital. Und das machen wir dann in, wie JPEG das in der diskreten Cosinus-Transformation auf Ihrem Rechner macht, machen wir das auch zum Beispiel in Telekommunikationssystemen dann über eine digitale Form der Fourier-Transformation oder der Fourier-Analyse. Eine davon ist die FFT, die Fast Fourier Transformation, die in der Regel in den meisten DSPs, also in so Signalverarbeitungs-Chipsätzen, implementiert ist. Ja. Also das sind so inzwischen Standardverfahren und fast alles macht inzwischen, also fast jeder Chip hat inzwischen Spezialfunktionen für Fourier-Synthese und Fourier-Analyse. Auch ihre Hauptprozessoren in ihrem Rechnern, egal ob die jetzt von Intel oder AMD sind, haben spezielle Funktionen dafür, um das schnell machen zu können, insbesondere für die Bildverarbeitung und für die Audioverarbeitung. Ich hatte vorhin noch eine wesentliche Einschränkung dieses Fourier-Verfahrens, also der Fourier-Analyse und Synthese, angegeben. Und zwar war die Voraussetzung, dass unsere Funktion G, also das, was am Ende zum Beispiel bei der Synthese rauskommen soll, die sollte periodisch sein. Oder das, was ich in die Analyse reinstecke, das soll ein periodisches Signal sein. Sonst kann ich das nicht machen. Und in der Telekommunikation haben wir leider nicht immer periodische Signale. Eigentlich wollen wir auch keine periodischen Signale haben, weil wir wollen ja Informationen übertragen. Und wenn ich was Periodisches habe, dann habe ich ja eine ständige Wiederholung desselben. Dann hätte ich ja also eine ständige Wiederholung derselben Informationen. Also ich könnte zum Beispiel hier nur den Buchstaben B übertragen und das nur als eine Kette. Ja, also ich will eigentlich ja nichts haben, was sich immer periodisch wiederholt. Ich tue aber der Fourier-Transformation oder der Fourier-Analyse, präziser gesagt, so, als wäre das ein periodisches Signal, indem ich einfach immer dasselbe nehme und immer ranhänge. Sie sehen, ich mache hier einfach so ein Copy und Paste, ja. Also ich habe hier oben ist mein Ursprungs-B, meine 8 Bits. Und jetzt habe ich hier unten das mal dargestellt für drei Perioden und das ist einfach nur dieses Copy und Paste. Und das sieht nur die Fourier-Transformation. Das schmeißen wir danach wieder weg. Ja? Und so tun wir, als hätten wir sozusagen periodisches Signal. Das nennt sich, dieser Trick nennt sich zyklische Fortsetzung, ja, oder periodische Fortsetzung. Das ist nochmal so ein kleiner Trick, den man da machen muss. Und dann funktioniert das alles ganz gut. Hier sehen Sie, was dabei rauskommt. Ja, hinter dieser grünen Kurve ist unsere blaue Kurve versteckt. Und wenn ich jetzt 512 Fourier-Terme anwende, das heißt, mein N läuft von 1 bis 512, dann kommt das grüne Signal raus. Ja, das ist fast schon noch mein blaues. Also ich habe hier sozusagen 512 Hertz benutzt, und zwar in der Bandbreite von 512 Hertz. Wie komme ich jetzt auf Bandbreite? Naja, ich muss ja 512 mal ein Sinus- und ein Cosinus-Wert speichern. Mein C hängt übrigens nicht von N ab, ne? Das speichere ich nur einmal. Aber ich muss 512 mal das A speichern und 512 mal das B. Das ist die Bandbreite, die ich hier habe, ne? Das ist die Bandbreite, die ich brauche. Ich kann das Signal jetzt auf einer höheren Frequenz übertragen, aber grundsätzlich brauche ich 512 Hertz, ne? Ich muss mir 512 mal pro Sekunde merken, was jetzt der Wert von A und der Wert von B war. Ja? Und dann sieht das alles ganz gut aus. Ja? Man sieht hier so kleine Hörnchen an den Kanten. Ich versuche die mal zu zeigen. Hier zum Beispiel ist eins und an den anderen Kanten auch, auch an den unteren Kanten. Und das sind die sogenannten Gibbschen Überschwinger. In Englisch sagt man dazu Gibbs Ringing. Ringing, weil man das teilweise, wenn man das hört, klingt das auch wie so ein Ringen. So ein kleines Ringgeräusch, ja. Ist eine Störung, die kommt daher, dass sich hier meine Sinus- und Cosinus-Terme ungeschickt überlagern, weil ich nicht genug davon habe, um diese Kante perfekt darzustellen. Ja. Sie alle kennen diesen Effekt auch aus der Bildverarbeitung. Man sieht ihn teilweise sogar aktuell, tippe ich mal, sollte man ihn hier sehen. Und zwar an den Kanten. An scharfen Bildkanten, also zum Beispiel an scharfen, da wo der Kontrast im Bild scharf ist, zum Beispiel bei dem Übergang von schwarzen Buchstaben auf einen weißen Hintergrund. Und das ist genau dieser Ringeffekt im Bild, den Sie hier auch im Signal sehen. Ja? Da hat einfach diese JPEG-Kodierung, die hier übrigens in Echtzeit gerade verwendet wird, um meine Folien zu Ihnen zu übertragen, einfach nicht genug Fourier-Terme benutzt.
also nicht genug Bandbreite benutzt, um das Bild exakt, also ohne diesen Gibson-Effekt darstellen zu können. Ja, wenn JPEG mehr Bandbreite verwenden würde, wäre natürlich der komprimierte Datenstrom höher und dann hätten wir hier vielleicht irgendwann Probleme mit Abrissen im Audiostrom, weil wir das Netz entsprechend überlasten wollen. Ja, also das ist in dem Fall eine Entscheidung sozusagen des JPEG-Encoders, da nicht mehr Bandbreite zu verwenden. Und Bandbreite, wie gesagt, einfach nur, wie viele A's und B's werden gespeichert. Ja, also wie weit läuft man N? So, den ersten Effekt, den ich Ihnen jetzt zeigen will, ich habe jetzt Bandbreite implizit schon eingeführt, wir reden darüber nachher noch mal ein bisschen genauer. Und den ersten Effekt, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, in diesem Zusammenhang ist die generelle Abschwächung des Signals. Also das wäre so eine lineare Dämpfung, würde man im Deutschen sagen, oder Attenuation im Englischen. Und das kann man ganz einfach als einen Faktor ausdrücken, ne? Das hatten wir eben auch schon als Komponente C in unserer Synthese. Hier haben wir das als einen Faktor zum Signal. Das heißt, Sie sehen hier in dieser Gleichung, ich habe meine Empfangsleistung. Leistung hatte ich Ihnen eben noch definiert. Das war das mit dem U-Quadrat, ne? Also Spannungsquadrat. Und dann teile ich das jetzt hier durch Alpha. Und Alpha ist natürlich ganz genau mein Dämpfungsfaktor, ne? Also Sie sehen, wenn Alpha hoch ist, dann wird meine Empfangsleistung klein, ne? Ich teile ja meine Sendeleistung durch das Alpha. Ja? Das heißt, Verhältnis, ich stelle das jetzt um, Verhältnis Sendeleistung zu Empfangsleistung ist einfach nur mein Dämpfungsfaktor. Und je höher der ist, je größer mein Alpha ist, umso kleiner ist die Spannung, der Spannungswert, der ankommt. Ja? Wer kann das sehen? Wer kann mir sagen, welchen Dämpfungsfaktor ich hier eingestellt habe? Also blau ist das Sendesignal, grün ist das Empfangssignal. Hier sind keine weiteren Effekte drin, ja. Deswegen sieht das auch noch halbwegs harmlos aus. Aber wer sieht das? Wer kann mir hier den Wert Alpha sagen, der in diesem Plot verwendet wurde? Jo, exakt, 2. Ja, Sie brauchen kein Fragezeichen, Frau Wolf, das passt. Ein halb ist genau das Umgedrehte, ne? Sie haben das, genau, 2 ist es. Genau, also Dämpfungsfaktor von 2 und schon haben wir natürlich, oh Wunder, die halbe Spannung empfangen. Ja? Das gibt man typischerweise in dB an, da komme ich nachher noch drauf. Dann erkläre ich Ihnen, wie man das jetzt in dB angibt. Das ist aber lediglich eine andere Form der Aussage, also diese 2 darzustellen. Ja? Also ein Telekommunikationsmensch würde sagen, das ist eine Dämpfung von 3 dB. Das bedeutet aber dasselbe wie ein Faktor 2. So, da haben wir also schon mal lineare Dämpfung kennengelernt. Das ist einfach das Teilen durch einen bestimmten Faktor. Woher kommt diese Dämpfung? Naja, die kommt zum Beispiel daher, dass ich einen ohmschen Widerstand habe. Ja, das haben Sie vorhin gesehen in dieser Leistungsformel. Ja, das war U Quadrat durch R. Gehen Sie da ruhig nochmal auf die Folie zurück. Und je höher R ist, umso höher ist der Dämpfungsfaktor. Ganz klar, oder? Also je höher mein ohmscher Widerstand ist. Und der ohmsche Widerstand kommt natürlich aus dem Kupferdraht oder aus dem Kupferkabel. Und der hängt im Wesentlichen davon ab, wie warm dieses Kupferkabel ist. Ja? Oder welche Stromstärke da durchgeht, also nach dem ohmschen Gesetz. Dann wird sozusagen, geht da Leistung verloren bei der Ausbreitung des Telekommunikationssignals durch den Kupferdraht. Ja? Im Funkbereich ist das erheblich komplizierter, wo da die Leistung hingeht, aber ich kann es vielleicht intuitiv mal sagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie senden was los und das breitet sich wie so eine Welle im Raum aus. Ja? Das ist so, ich sag mal, Sie schmeißen einen Stein in den Teich, ja? Dann haben Sie eine Welle und Ihr Sender ist sozusagen der Stein, ja? Der hat Energie reingebracht. Ja? Beim Funk ist das eine elektromagnetische Welle, aber wir können die Wasserwelle mal als Analogie verwenden. Ich hatte die, glaube ich, auf Folie 1 auch nochmal erklärt. Gezeigt, nee, da nicht, hier, ja, das ist sozusagen das Zentrum, da haben wir den Stein reingeworfen und dann im elektromagnetischen Raum breitet sich Ihr Funksignal so aus. Wir gehen davon aus, Sie haben eine Antenne, die in alle Richtungen gleich ausbreitet. So, ich habe aber keine Antenne, die diese gesamte Energie auffängt, weil ich habe nur eine kleine, zum Beispiel Stummelantenne, die irgendwo hier misst. Ja, um bei meiner Teichenergie zu bleiben, habe ich so eine Pose, ne, wie bei einer Angel, die hin und her hüpft. Ich kriege also nur einen Bruchteil meiner Energie, die Energie, die der Sender reingesteckt hat, wieder raus. Und das ist, wo die Energie hingeht. Die geht in die Wellenausbreitung im Raum. Und der Fakt,
Ja, und geht dadurch verloren, dass sie nicht diese gesamte Welle, die sich im Raum ja bereits ausgebreitet hat, wenn sie ein Stück weg sind, messen können. Ja? Sie können nicht die ganze Energie auffangen. Jetzt wird vielleicht einigen von Ihnen auch klar, warum eine große Satellitenantenne ein Vorteil ist, im Gegensatz zur kleinen Satellitenantenne, weil dann können Sie mehr Energie aus dem Äther fischen, ja? Weil Sie natürlich einen größeren Bereich haben, den Sie mit so einer Satellitenantenne abdecken können. Ja? Das nur mal so kurz zur Erklärung, wo die Energie hingeht beim Funkkanal. Ja? Das ist ein bisschen komplizierter, aber ist eigentlich auch ganz gut zu verstehen. Und wie gesagt, beim Kabel, wir reden jetzt im Folgenden primär über Kupferkabel, da ist es primär der ohmsche Widerstand bei der linearen Dämpfung. So, das war der erste Fakt und auch der erste Effekt, den wir haben. Das war die lineare Dämpfung. Der zweite Effekt, den wir haben, ist die Bandbreitenbegrenzung. Das bedeutet, dass nicht alle Frequenzen gleich vom Medium verstärkt oder gleich durch das Medium durchkommen. Ja? Manche Frequenzen werden stärker gedämpft als andere. So, erstmal, was soll das jetzt? Was ist Bandbreite? Was sind Frequenzen? Ja, ich habe es eben schon so ein bisschen eingeführt. Also stellen Sie sich Bandbreite vor als die Menge der Fourier-Koeffizienten, die Sie übertragen. Also im Prinzip mein N, ja, also das Ende meiner Ns. Eben hatte ich eine Bandbreite von 512. Ja. Und wenn davon einige vom Kanal verschluckt werden oder einige stärker gedämpft werden von allen, einige stärker gedämpft werden als andere, dann habe ich eben eine nichtlineare Dämpfung im Frequenzbereich. Ja? Und das ist tatsächlich, was die meisten Kanäle machen. Das ist auch egal, wie gut Ihr Kupferkabel ist. Also egal, ob das ein Klingeldraht vom Telefon ist oder ein schönes Koaxialkabel vom Fernsehkabelsystem. Jedes Kabel macht das, auch Glasfaser macht das. Ja. Und das müssen wir uns also im Detail angucken. Wir müssen uns also angucken, wie frequenzsensitiv oder ja, frequenzvariant diese Dämpfung ist. Ich definiere einen bestimmten Frequenzwert, das ist die Bandbreite. Das nenne ich jetzt einfach mal FC. Und das ist sozusagen die obere Grenze. Eben hatte ich es schon bereits als 512 definiert in unserem Beispiel. Also das ist quasi äquivalent zu meinen Fourier-Koeffizienten. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ganz einfach, was passiert, wenn man diese Bandbreite einschränkt. So, hier habe ich nochmal unser B, also unsere Bitkette für B, jetzt aber mit 128 Fourier-Koeffizienten dargestellt, also mit einer Bandbreite von 128. Und jetzt gehe ich damit mal runter. Jetzt haben wir nur noch 32. Und Sie sehen jetzt das im Vergleich zu dem dahinterliegenden blauen Sendesignal nochmal. Also Sie sehen, wie mein Signal, ich sage dazu gerne, rundgelutscht wird. Ja, also das rundet sich jetzt ab. Naja, warum passiert das? Weil ich jetzt immer weniger Sinus- und Cosinus-Terme haben, die sich für die Synthese dieses blauen Signals überlagern. Ja, hier habe ich nur noch vier harmonische, hier habe ich zwei und am Ende habe ich nur noch eine harmonische. Dann sehen Sie, dann habe ich jetzt nur noch einen Sinusterm. In dem Beispiel ist es tatsächlich ein einzelner Sinusterm, der hier noch schwingt und damit kann ich im Prinzip das blaue Signal gar nicht mehr darstellen. Das ist, was Bandbreitenbegrenzung bedeutet. Sie machen also aus einem schönen, klaren Sendesignal, was Ihnen eine Bitkette direkt über NRZ-Kodierung über Spannungsunterschiede wiedergibt, ja, das ist der blaue Teil, machen Sie so ein rundgelutschtes, ja, bandbreitenbegrenztes Signal, aus dem der Empfänger wieder irgendwie diese originale Bitkette rausziehen soll. So, das kann man sich als Modell ganz einfach so hinmalen. Ja. Ich ziehe den auf machen und sagen, bei der Frequenz B, zum Beispiel bei 512 oder 120 Termen schneiden wir ab. Ja. Wie vorhin schon gesagt, Ihr JPEG-Encoder würde das so machen. Der würde dann einfach sagen, ab 512 Termen speichere ich nichts mehr. Und dann haben Sie hier einen klaren Cut-off. Ja. Wenn das im Kanal passiert, wenn ich also zum Beispiel mir so ein Telefon Adernpaar angucke für DSL. Ja, das ist eine analoge Welt. Ne? Da ist dann ganz dieser scharfe Cutoff natürlich nicht da. Dann haben Sie dann
so ein Effekt, ne? Also dann nimmt sozusagen an der Grenze, an der Bandbreitengrenze ihres physikalischen Mediums, nimmt dann sozusagen die Abschwächung immer weiter zu, bis sie am Ende so ganz stark, also die Abschwächung fast gegen unendlich läuft und sie eine ganz starke Abschwächung haben. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum man zwischen Radiokanälen, die alle eine unterschiedliche Frequenz verwenden, gerne ein bisschen Platz lässt, damit die nicht ineinander streuen sozusagen, weil der Radiokanal am Rand eben nicht ganz scharf bei seiner Bandbreitenbegrenzung abgegrenzt wird, wie hier oben, sondern man hat da Filter, die leider nicht so scharf sind. Ja, das wäre sehr aufwendig, da so harte Filter zu bauen, und deswegen hat man da diesen Effekt, und deswegen lässt man so einen kleinen Schutzabstand, damit die Radiosender sich nicht gegenseitig an den Rändern, also an den ihren Bandbreitenrändern sozusagen stören. Gut, das ist ein bandbreitenlimitiertes Medium. Jetzt nochmal Bandbreite ein bisschen präziser ausgedrückt. Ich habe natürlich nicht nur eine obere Frequenz. Ja, die obere Frequenz hätte ich bei der sogenannten Basisbandübertragung, wo ich sozusagen ab 0 Hertz alles raufschiebe. Ich gehe nochmal zurück. Wo ich ab 0 Hertz alles raufschiebe und den gesamten Frequenzbereich abdecke, bis irgendwann eine Grenze kommt. Ja, das ist die sogenannte Basisbandübertragung. Ich habe eben schon von Radio gesprochen. Radio liegt hier in der Mitte, hat eine sogenannte Mittenfrequenz oder Trägerfrequenz, und ihr Radiosender, also zumindest bei UKW und ja, bei nicht digitalem Radio würde ich jetzt mal sagen, bei digitalen ist es ein bisschen schwieriger. Die Mittenfrequenz gibt sozusagen an, welchem Radiosender Sie hören. Ja, das ist bei allem analogen Radio so, egal ob das UKW ist oder Mittelwelle. Und dann haben Sie eine untere Frequenz und eine obere Frequenz, also, und die Bandbreite ist natürlich einfach nur F2 minus F1, ne? Also dieser Abstand positiv ausgedrückt, ja? Und das messe ich in Hertz. Also das ist sozusagen die Bandbreite meines Signals. Wenn ich jetzt so ein Telefondraht habe, ich rede jetzt noch nicht über DSL, ich rede über ein normales Telefonsignal oder einen Ethernet-Kabel, sind ja auch diese Twisted Pair, diese verdrillten Äderchen in der Regel. Dann fange ich hier, wie gesagt, bei 0 Hertz an. Dann ist F1 halt bei 0 Hertz, moduliere das Signal rauf und habe meine F2 ist sozusagen das, was eben auf der Folie noch meine FC war. Das ist sozusagen die oberste Grenze meiner Bandbreite. Und naja, wenn ich jetzt hier nicht so einen scharfen Cut-off habe, sondern so eine etwas glättere Dämpfung, also eine Dämpfung, die so langsam kontinuierlich hochsteigt, dann muss ich irgendeine Festlegung treffen. Ab welcher Dämpfung, sage ich denn jetzt, ist die Bandbreite vorbei? Naja, und da ist ein üblicher Wert, den man dann nimmt, einen Dämpfungsfaktor von 2. Ja, das sehen Sie hier im Beispiel, ne? Und ich sage jetzt, das Signal hat beim Dämpfungsfaktor von 2, bin ich hier bei der Frequenz F2 gelandet und kann also die Bandbreite F2 minus F1 entsprechend festlegen. So, und das ist eine Kanalbandbreite. Das ist ein ganz wichtiger Wert, der uns im Folgenden noch ein bisschen detaillierter beschäftigen wird und den wir auch gleich noch brauchen werden, zum Verständnis vom Nyquist und vom Shannon. Gut, was passiert jetzt, wenn wir diese frequenzselektive Dämpfung machen? Also wie das Signal sozusagen rundgelutscht wird, das wissen Sie, wie ein bandbreitenbegrenztes Signal aussieht, das haben Sie ja gesehen. Das war der Effekt mit dem Sinus. Jetzt habe ich noch ein Beispiel für eine frequenzselektive Dämpfung. Das heißt, hier werden nicht alle Frequenzen gleich gedämpft. Da zeige ich Ihnen auch gleich noch einen anderen Plot zu. Und dann sehen Sie, da ist jetzt noch was passiert. Dann ist jetzt aus diesem Sinus so eine komische Funktion geworden. Ja, wir haben hier unten zum Beispiel diesen Berg verloren, oder dieses Tal, Verzeihung, dieses Tal haben wir hier verloren, und wir haben das durch so ein bisschen Rippeln, ja, also durch so ein leichtes Wobbeln hier ersetzt. Und das kommt daher, dass wir eben leider ein paar harmonische verloren haben. Also wir haben ein paar Verschiebungen gehabt im Frequenzbereich, und deswegen habe ich jetzt hier ungerade harmonische drin. Das heißt, aus meinen schönen ganzzahligen Ns sind jetzt hier auch so Fließkomma-Ns geworden. Ja? Also hier irgendwas von 2,5, 3,3 etc. Ja? Das nennt sich eine frequenzselektive Verzerrung. Ja? Wir wollen ja dahin. Ne? Also warum das Signal so rund ist, wissen wir. Das ist die Bandbreitenbegrenzung. Warum das hier niedriger ist, wissen wir jetzt auch schon. Das ist die Dämpfung, die lineare Dämpfung. Das war dieser Dämpfungsfaktor Alpha. Und jetzt haben wir auch schon zumindest mal gesehen, warum dieses Wribbeln hier passiert, hier unten. Ja?
Gut, woher kommt das? Naja, das kommt daher, dass nicht alle Frequenzen, also zumindest, also das hängt so ein bisschen vom Medium ab, ne? Aber insbesondere Glasfaser hat ein Problem damit, dass nicht alle Frequenzen, in dem Fall wären es zum Beispiel Lichtfarben, ne? Die Lichtfarbe gibt ihre Frequenz wieder und nicht alle Lichtfarben kommen gleichzeitig an. Manche werden vom Glasfaser verzögert. Manche, ja, schneller als Lichtgeschwindigkeit kommt keiner davon an, aber manche kommen eben ein bisschen langsamer an. Und dann überlagern die sich relativ ungeschickt beim Empfang, weil ja manche verzögert werden und sozusagen als Echos da ankommen. Und dann gibt es so eine ungeschickten Addition beim Empfänger und das führt zu solchen Verzerrungen, ja. Das ist so, ja, sind solche sozusagen Echo-Effekte. Das haben sie im Kupferkabel auch. Nicht ganz so stark wie im Glasfaser. Im Glasfaser hat man das massiv. Das haben sie im Funkkanal, also bei WLAN und im Mobilfunk auch ganz stark. Also da haben sie diese Echos, ne? Weil Funk, wie gesagt, breitet sich relativ radial aus im Raum, also in alle Richtungen. Und dann wird das natürlich reflektiert an Wänden und an anderen Objekten. Und dann überlagern die sich diese Reflexion wieder relativ ungeschickt. Und sie haben also zwei Effekte. Sie haben diese Phasenverschiebung. Eine Phasenverschiebung ist einfach nur eine Verzögerung bestimmter Komponenten des Signals und sie haben diese Addition, ja, dieser phasenverschobenen Elemente. Und das führt zu einer Verzerrung. Ja, und diese Verzerrung hängt von der Frequenz ab. Und daher kriegen wir hier eben diesen Wobble-Effekt rein. Ja. So, jetzt fehlt noch eine Sache. Überlegen wir nochmal, schauen wir uns nochmal unsere Ausgangsbasis an, also das Grüne ist das Empfangssignal, was wir erklären wollen. Ja, was fehlt? Die Grundform, also ich sage mal so die Hüllkurve, haben wir ja schon mal ganz gut erklärt jetzt. Also auch dieses Wobbeln haben wir jetzt erklärt als nicht Frequenz oder als frequenzselektive Verzerrung. Aufgrund von sogenannten Dispersionseffekten, also diese im Glasfasermedium nennt man das Dispersion, wenn sozusagen bestimmte Lichtfarben langsamer sind als andere, ja? Oder auch Teile sozusagen aufgrund der Reflexion am Glasfaserrand sozusagen verlangsamen. So, das haben wir also erklärt hier, diesen Teil. Die Dämpfung hatten wir ja auch erklärt. Das war dieser lineare Alpha-Faktor. Dann haben wir dieses Rundlutschen sozusagen erklärt aufgrund der Bandbreitenbegrenzung. Und jetzt fehlt eben noch dieses Zappeln. Ja? Hat einer von Ihnen eine Idee, einer oder eine von Ihnen eine Idee, was das ist, was dieses Zappeln sein könnte, was wir hier noch erklären müssen? Rauschen, ja, sehr gut, Herr Heiß. Genau, Umgebungsrauschen würde ich, das wäre ein Stretch, also das ist ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber das präzisieren wir jetzt, also das ist schon mal gut. Interferenz, ja, könnte auch sein. Rauschen oder Interferenz? Interferenz grenze ich gleich noch davon ab. Ich spreche erst mal über Rauschen. Und dann sage ich Ihnen, wo das Rauschen herkommt. Also es kommt nicht notwendigerweise aus der Umgebung. Und dann sprechen wir über Interferenzen. Messfehler haben wir hier nicht drin. Wir gucken uns hier nur an, was sozusagen beim idealen Spannungsmesser ankommt. Das ist wirklich nur die Kanalschweinerei, die wir hier sehen. Das ist noch nicht mal ein Problem mit unserem Empfängerschaltkreis oder sowas. Ja? Das kommt dann alles noch oben drauf. Aber vielen Dank für den Hinweis. Gut, ja, Fakt 5, ja, und ich glaube Effekt 4, ja, also Fakten und Effekte sind hier nicht in diesen Folien immer gleich, das macht aber nichts. Also, der letzte Effekt, den wir hier betrachten wollen, ist Rauschen. Ja, und dieses Rauschen, das ist tatsächlich ein additives Rauschen, das heißt, wir haben dieses sinusoidale Signal. Und wir haben da so ein Rauschen drauf addiert. Und wo kommt das her? Das kommt im Wesentlichen aus zwei Quellen. Also insbesondere beim Kabel kommt es aus dem thermischen Rauschen. Jeder Empfänger hat Widerstände. Und in Widerständen passiert eine Brownsche Teilchenbewegung. Das ist dieser Effekt, den Sie vielleicht mal in Chemie hatten, wenn sich so zwei Flüssigkeiten, ohne dass man an dem Glas wackeln würde, vermischen, ja, über die Zeit. Das ist diese Brownsche Teilchenbewegung und die habe ich in dem Widerstand, also in Festkörpern, sogar in Festkörperwiderständen genauso.
Und das höre ich dann tatsächlich, also bei einem Audioverstärker höre ich das als Rauschen. Und in einem Telekommunikationsverstärker, ja, also sehe das dann quasi, wenn ich mir das Signal darstelle, als Rauschen und der Empfänger sieht das dann quasi auch als Rauschen. Ja. Warum muss ich da so ein Telekommunikationssignal verstärken am Empfänger? Naja, wegen der Dämpfung, wegen der linearen Dämpfung primär, also wegen meinem zum Beispiel ohmschen Widerstand oder wegen der Wellenausbreitung im Funkkanal. Ne. Deswegen muss ich natürlich einen richtig, richtig dicken Verstärker haben und das um mehrere Größenordnung verstärken, also mehrere Millionen oder teilweise Milliardenfach verstärken das Signal. Also das ist ein bisschen heftiger als zum Beispiel beim Audiosignal. Und damit verstärke ich das Rauschen der Widerstände, die in meinem Empfängerschaltkreis drin sind. Ja? Da kann ich gar nichts gegen tun. Jeder Verstärker braucht einen Widerstand, die kann ich nicht ohne bauen. Zumindest nicht in elektrischer Form. Und da kann ich nichts gegen machen und da kommt. Genau, da kommt das Rauschen her. Es gibt hier einen super Kommentar vom Herrn Buchner zum Thema Supraleiter. Radarsysteme, sehr gute Radarsysteme, kühlen die Schaltkreise runter mit zum Beispiel flüssigem Stickstoff oder flüssigem Helium, die Empfängerschaltkreise. Ja? Also das wird tatsächlich gemacht. Und ein Radarsystem ist auch nur ein Funkempfänger. Ja? Also ein Radarempfänger, ne, das sendet einen Funkimpuls ab und empfängt den wieder. Also es wird tatsächlich gemacht, aber ich glaube, nicht alle von Ihnen möchten eine kleine Kartusche mit Flüssigstickstoff in der Tasche herumtragen beim Handy. Ja? Aber das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, das Rauschen des Empfängerschaltkreises zu verringern. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass man das tatsächlich anhand der Empfangsqualität sieht, ob zum Beispiel Ihr WLAN-Chipsatz weit weg von Ihrem Hauptprozessor im Rechner montiert ist oder in der Nähe Ihres Hauptprozessors, weil der Hauptprozessor wird sehr heiß. Und wenn Ihr WLAN-Chipsatz deshalb wärmer wird, wird das thermische Rauschen im WLAN-Chipsatz größer und der Empfang deshalb schlechter. Nein, das hat nichts mit Tunneleffekt zu tun. Ja, also man kann tatsächlich, wenn Sie die Wahl haben, schauen Sie sich mal an, wo der WLAN-Chipsatz bei Ihrem Laptop sitzt. Und wenn der weiter weg sitzt von Ihrem Hauptprozessor oder wenn der auf einer Heatsink, also auf so einem Kühlblech oder so sitzt, dann ist das eine gute Sache. Ja? Weil auch WLAN, wie gesagt, der Empfänger hat dann das Problem, dass das Rauschen stärker ist. Und dann haben wir natürlich die Schwierigkeit zu entscheiden, welchen Bitwert wir haben. Ja, aber grundsätzlich kann ich da erstmal nichts gegen machen. Ne? Das ist ein reiner thermischer Effekt, der aus dem Widerstand kommt. Abgrenzung dazu zum Rauschen wäre die Interferenz. Interferenz bedeutet, da streuen andere Sendesignale oder andere Signale in mein eigenes Signal ein. Bei DSL passiert das häufig. Man hat da so ein Bündel von Telefondrähten, die übereinander liegen und die auch relativ chaotisch, wenn Sie mal so einen Schaltkasten aufmachen, das kann da sehr chaotisch drin aussehen, die dann also sehr nah beieinander liegen und übereinander liegen und jeder dieser kleinen Drähte wirkt auch ein bisschen wie so ein Radiosender, ja, also der sendet auch ein bisschen in seine Umgebung ab und streut sein Signal auch ab und das spricht sozusagen, das ist der Effekt des Übersprechens, das spricht in andere Telefondrähte, die da in der Nähe sind, ein und deswegen ist zum Beispiel Ihr DSL-Signal gestört. Oder auch generell Ihr Telefonsignal gestört von der Interferenz, ja. Und wie gesagt, bei Telefondrähten heißt dieser Effekt tatsächlich übersprechen, ja. Bei WLAN kennen Sie den Effekt auch, ja. Bei WLAN zum Beispiel, jeder darf senden, wann er will, mehr oder weniger. Und wenn zu viele senden, dann gibt es zu viele Kollisionen auf dem drahtlosen Kanal und diese Kollisionen sind letzten Endes ein modellhafter Ausdruck dafür, dass ich da zu viele Funksignale gleichzeitig habe, die miteinander interferieren. Ja, also bei WLAN ist Interferenz sozusagen überhaupt nicht vermeidbar. Ja, man kann ja nicht sozusagen eine Trennung machen im Funkkanal. Und daher wird da interferiert. Und ich verrate Ihnen jetzt schon mal ein kleines Geheimnis. WLAN löst diese Interferenz auf, indem es wartet. Und daher wissen Sie jetzt, was passiert, wenn Sie in einem vollen Hörsaal zum Beispiel alle WLAN benutzen, ja, dann warten Sie alle aufeinander, weil jeder von Ihnen sozusagen versucht, Interferenz zu vermeiden. Also jeder Ihrer WLAN-Chipsätze versucht, Interferenz insoweit zu vermeiden, dass er auf den anderen wartet. Und wenn das zu viele tun, warten irgendwann natürlich alle aufeinander.
Ja, also das ist ein Mechanismus, der in WLAN implementiert ist, um zur Interferenzvermeidung, weil auf physikalischer Ebene Interferenz sich überhaupt nicht vermeiden lässt, also notwendigerweise da ist. Gut, daher die Abgrenzung. Ja? Thermisches Rauschen in jedem Empfänger, egal ob Kabel, auch bei Glasfaser gibt es den Effekt, nicht so stark, aber tatsächlich auch. Und bei Funk und Kupfer definitiv sehr stark. Und Interferenz, wie gesagt, Einsprechung. Da sind andere Statistiken hinter. Also diese Effekte sehen ähnlich aus. Wenn man die so plotten würde, würden die fast ähnlich aussehen. Aber wenn man sich zum Beispiel die Histogramme davon anschaut und sich die Statistik dahinter anschaut, sehen die anders aus. Ja? Zum Beispiel beim Rauschen hat man eine sehr saubere, schöne Statistik, sage ich mal, und zwar die Gaußsche Statistik, also eine Normalverteilung dahinter. Das heißt, wenn man sich die Leistungswerte ansieht, sind die in der Leistungsebene normal verteilt. Das war diese Gaußsche Glockenkurve, die einige von Ihnen vielleicht mal gesehen haben. Und im Spektrum sind die, man spricht da von einem weißen Spektrum. Das heißt, sie sind frequenzflach. Das heißt, alle, hier steht es auch nochmal, alle Frequenzanteile eines Signals werden gleich vom Rauschen gestört. Ja, Sie haben da nicht irgendwie den Fall, dass zum Beispiel niedrige Frequenzen stärker gestört werden als hohe. Alle Frequenzen werden gleich gestört. Wie gesagt, in der Zeitdomäne sind die Werte, die Rauschwerte normal verteilt. Das ist üblicherweise, was Sie hören, wenn Sie Ihren Audioverstärker laut aufdrehen, dieses Rauschen, was Sie dann hören. Oder das ist, was Sie sehen, wenn Sie noch einen alten analogen Fernseher haben oder hätten. Und dieses streuende Bild, also dieses Grisselbild, was man da manchmal sieht, das ist dann eine optische Variante davon. Das ist so ein normal verteiltes Rauschen. Ja, das ist dieses Hintergrundrauschen, was im Wesentlichen aus den Empfangswiderständen kommt. Bei den Widerständen im Empfängerchipsatz. Additiv ist das Ganze, weil wir das auf das Signal drauf addieren. Ja? Also der Empfängerchipsatz, sozusagen da, wo das Rauschen entsteht, addiert das drauf. Das ist leider additiv, weil dadurch wird Information verschluckt. Wenn es multiplikativ wäre, wäre das super. Dann könnten wir es durch einen Faktor wieder rückgängig machen. Ne? Wenn da jetzt zum Beispiel ein Signal gedämpft wird durch 1/2, dann kann ich halt einen Faktor 2 drauf multiplizieren und dann habe ich das wieder rückgängig gemacht. Aber Addition, insbesondere bei Rauschen, wenn ich gar nicht weiß, welcher Wert das ist tatsächlich ein größeres Problem. Ja? So, jetzt haben wir alle Effekte erklärt. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben ein Signal, das linear gedämpft ist. Sie sehen das hier. Also linear im Frequenzbereich. Das heißt, alle Frequenzen werden gleich gedämpft, zum Beispiel durch einen Faktor Alpha. Dieses Signal ist bandbreitenbegrenzt und daher wird aus einer zum Beispiel einer schönen rechteckartigen Funktion, ja, aus diesen scharfen Kanten, wird dann so ein sinusoidiales Signal. Also das ist so ein sinusoidal, ist der Fachbegriff für etwas Rundgelutschtes. Ja. Und Sie sehen, dieser sinusoidale Ausdruck, ja, der ist hier ganz gut als Hüllkurve erkennbar bei dem grünen Signal. Der Hintergrund dessen ist die Bandbreitenbegrenzung meines Kanals. Aufgrund von Dispersionseffekten, zum Beispiel Überholungseffekten im Lichtleiter oder Überholungseffekten auch oder Mehrwegeausbreitung, also sozusagen Reflexionen zum Beispiel im drahtlosen Kanal, habe ich nicht-lineare Dämpfung oder nicht-frequenzflache Dämpfungen. Also bestimmte Frequenzen werden stärker gedämpft als andere und es entstehen aufgrund der Addition am Empfänger dann ungeradzahlige Obertöne. Ja? Also das war diese Verzerrung im Frequenzbereich und deswegen sehen Sie, hier haben wir diesen Wobble-Effekt. Und schließlich haben wir noch das Rauschen. Als additives weißes gaußsches Rauschen. Weiß bedeutet, alle Frequenzen werden gleich gestört durch das Rauschen. Gauss bedeutet, also Sie haben eine Normalverteilung, also diese gaußsche Glockenkurve, die im Zeitbereich gilt für die entsprechenden Rauschwerte. Und additiv, ja, wie gesagt, das wird hier rauf addiert. Damit haben wir alle Effekte erklärt. Das ist, was der Kanal sozusagen anrichtet, ja. Und die von Ihnen, die das erste Übungsblatt schon bearbeitet haben, haben ja dann nochmal eine kleine Wiederholungsübung zu diesem Thema. So, wir haben noch knapp 10 Minuten. Ich würde jetzt kurz mit den Grenzen anfangen.
Also mit den fundamentalen Grenzen der Telekommunikation, mit dem Nyquist und dem Shannon. Und dann machen wir beim nächsten Mal an der Stelle weiter. Und im Anschluss haben wir dann noch ein bisschen Zeit für Fragen. Gut, was passiert jetzt mit so einem Signal? Gehen wir erstmal in diesem einfachen Modell davon aus, wir haben ein relativ schönes Signal noch, also nicht so ein drastisch dargestelltes wie im vorigen Kapitel. Sie sehen hier, wir haben hier diese Gibbschen Überschwinger, die immer noch da sind. Also das ist, aber das ist ein exzellentes Empfangssignal, was wir hier sehen. Ja. Wie machen wir daraus jetzt Bits? Wir haben ja einen Voltwert. Naja, ich habe es Ihnen eingangs schon verraten, wir haben irgendwie ein Spannungsmesser. Wir können also Volt messen. Ja, und im einfachsten Fall schauen wir halt mal rauf. Ne? Und dann sehen wir, dass wir hier eine 0 haben. Ja, hier eine 1 haben, hier haben wir noch eine 1 und dann haben wir unseren Dreierrand von Nullen, haben wir noch eine 1 und dann haben wir noch eine 0. Ja, simpel, ne? Wäre super, wenn das immer klappen würde. Ja? Aber erste Frage, ja, wo gucke ich denn überhaupt nach? Woher weiß ich denn, wo die Mitte meines Bitwertes war? Der Empfänger kriegt dieses Signal zu einem beliebigen Zeitpunkt rein. Der kennt diese Sendezeitpunkte gar nicht. Ne? Der hat das Zeitraster nicht. Das ist ein Problem, damit beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel. Das ist die Frage der Bittaktextraktion. Ja? Ich muss also irgendwie wissen, wo ich nachgucke. Ja? Das schieben wir erstmal nach hinten, das Problem, und kümmern uns erstmal um ein anderes. Und zwar, was passiert, wenn ich mir jetzt ein etwas weniger schönes Signal ansehe. Naja, dann wären unsere Flanken flacher. Ne? Also wie gesagt, blau ist ja gesendet. Eben hatte ich hier noch eine ganz gute, fast eine perfekte Repräsentation dieser harten Flanke meines Rechtecksignals. Jetzt habe ich nur noch 8 Hertz Bandbreite. Ne? Ich speichere hier nur noch ein N von 1 bis 8. Und schon habe ich wieder diesen runden, ja, dieses Sinusoid. Und habe jetzt schon mal ein etwas größeres Problem festzustellen, was ein Nullwert oder ein Einswert ist. Ne? Ich meine, es geht immer noch. Ja, ich kann hier einfach zwei Schwellwerte benutzen. Und ich sage, wenn irgendein Signal unter meinem Schwellwert ist, dann ist das eine 0. Und wenn das drüber ist, ist das eine 1. Ja? Ne, das ist einfach willkürlich jetzt mal festgelegt. Alles, was hier oben ist, ist eine 1. Alles, was hier unten ist, wird jetzt einfach mal als 0 definiert vom Empfänger. Ja, ist das eine gute Vorgehensweise? Naja, was passiert denn, wenn ich jetzt weniger der Bandbreite habe? Meine Flanken werden noch flacher. Sie sehen, ich habe hier noch einen flacheren Bereich. Ne? Also ich habe hier diesen Anstieg, diesen harten Anstieg, kann ich jetzt noch viel schlechter darstellen, wenn ich nur 2 Hertz habe, anstatt wie eben 8 Hertz. Ja. Und dann sehe ich jetzt hier, dass ich hier an der Stelle schon mal einen Entscheidungsfehler mache. Ne? Ich taste immer noch in der Mitte ab, also ich habe jetzt immer noch kein Problem mit dem Takt, aber ich bin jetzt unter meinem 1er Schwellwert gerutscht, ja, aufgrund dieser flachen Flanke. Und das ist mir hier unten auch passiert, weil ich natürlich jetzt hier mit meinem Sinusoid einfach aufgrund dieser Bandbreitenbeschränkung in einen Bereich gekommen bin zwischen diesen beiden Schwellwerten, an dem ich nichts entscheiden kann. Ne? Ich bin hier im Graubereich sozusagen und kann jetzt hier gar nicht mehr sagen, welcher Bitwert das sein soll. Was kann man denn machen? Naja, was fällt Ihnen denn ein? Wollen Sie mal ein paar Ideen äußern? Was könnte ich jetzt als nächstes tun? Sagen Sie jetzt nicht Bandbreite erhöhen, ne? Weil Bandbreitenbegrenzung ist ein generelles Problem. Ne? Also unendliche Bandbreite gibt es leider nicht, auch im besten Kabel nicht. Feste Grenze in der Mitte, ja super, ich kann meine Schwellwerte manipulieren, genau. Ja. Herr Kleinschmidt, also was ich mache, ist eine allgemeinere Variante von dem, was Sie vorschlagen. Ne? Sie sagen, Sie wollen eine feste Grenze in der Mitte haben, sagen wir mal bei 0,5 oder so. Ich kann natürlich beide Schwellwerte aufeinander schieben. Ja? Und dann habe ich den Fall. Ne? Aber das mache ich jetzt mal. Wir manipulieren mal so ein bisschen an den Schwellwerten rum, schieben die mal näher zusammen. Ne? Und im Extrem wäre ich dann bei dem Vorschlag des Herrn Kleinschmidt, dass ich dann in der Mitte beide Schwellwerte zusammengeschoben habe. Ja, öfter samplen, ja, Herr Buchner, wir kommen dazu. Ja, das klingt schon mal ganz gut.
Ja, Leistung messen über ein Integral ist auch keine schlechte Idee. Das besprechen wir beim nächsten Mal, was man da machen kann. Ich will Ihnen jetzt erstmal nur erklären, warum diese Schwellenwertmanipulation das generelle Problem leider nicht löst. So, das mache ich jetzt mal. Ich habe die beiden Schwellwerte jetzt mal näher zusammengeschoben. Ich bin immer noch bei meinem 2-Hertz-Signal. Ich habe ansonsten nichts geändert, ne? Ich habe die Dinger von, ja, ein Stück runtergeschoben. Hilft uns das? Naja, nicht unbedingt. Also das hilft uns vielleicht in diesem Fall. Ja. So. Hilft uns vielleicht in diesem Fall. Aber wir erhöhen damit auch die Wahrscheinlichkeit einer falschen Entscheidung. Generell gesprochen. Denn je enger ich meine Schwellwerte zusammen mache, zwar kann ich dann die Entscheidung klarer treffen, weil mein Graubereich kleiner ist. Ne? Ich werde öfters klar sagen können, also in diesem Beispiel sieht man es, ne? Ich bin diesen Teil hier losgeworden, wo ich nicht entscheiden konnte. Ich werde also öfters für mehr Bits sagen können, ob das eine 1 oder eine 0 ist. Aber ich werde aber auch öfters falsch liegen. Ich werde öfters fälschlicherweise eine 0 für eine 1 halten und eine 1 für eine 0. Das heißt also, wenn ich meine Schwellwerte enger zusammenschiebe, meinen Graubereich verkleinere, verringere ich zwar die Wahrscheinlichkeit, dass ich nichts entscheiden kann, ich erhöhe aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich falsch entscheide. Und deshalb, aufgrund dieses Arguments, hier unten steht es nochmal, wird die Manipulation der Schwellwerte an meinem Grundproblem hier nichts ändern. Es gibt noch ein zweites Argument. Das habe ich hier aufgrund der Klarheit der Darstellung ignoriert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe hier noch ein realistisches Kommunikationssignal. Ich habe also noch ein fettes Rauschen drauf und ich habe vielleicht auch noch solche Dispersionseffekte drin, also mit diesem Wobbeln, was wir vorhin gesehen haben. Alleine mein Rauschen verhindert, dass ich wirklich mit Schwellwerten eine klare Entscheidung fällen kann. Ich werde also so oder so Entscheidungsfehler haben aufgrund des Rauschens. Ja? Das heißt, ich kann mit meinen Schwellwerten eigentlich machen, was ich will. Ich sollte die möglichst geschickt wählen in Abhängigkeit von der linearen Verstärkung. Ja? Das ist klar, ne? Wenn mein Signal linear zum Beispiel um Faktor 4 verstärkt wird, also jetzt hier nur ein Viertel von dem ist, was Sie hier sehen, dann sollte ich natürlich meine Schwellwerte anpassen. Aber das ist nur eine relative Anpassung, ne? Es bringt mir nichts, sozusagen zueinander, also relativ zueinander, die beiden Schwellwerte miteinander zu verschieben. Weil den Gewinn, den ich mir dann in Entscheidungsrate hole, hole ich mir dann als Verlust wieder in Entscheidungsfehlerrate. Sie haben jetzt eigentlich schon einen Grund für Bitfehler kennengelernt. Ich komme darauf aber insbesondere noch mal im Layer 2-Teil darauf noch mal zurück.